Robert Enke ist tot. Mit nur 32 Jahren hat sich der Nationaltorwart allem Anschein nach das Leben genommen. Sein Berater Jörg Neblung hat den Selbstmord am Abend jedenfalls bestätigt. Enke ließ sich am frühen Abend von einem Regionalexpress überrollen in der Nähe seines Wohnorts. Der Präsident von Enkes Verein Hannover 96 Kind reagierte geschockt auf die Nachricht, ebenso der Deutsche Fußballbund und die Fußballnationalmannschaft, die sich derzeit in Bonn trifft. Enke musste immer wieder mit Rückschlägen klarkommen. Aber an so eine Verzweiflungstat hat wohl niemand gedacht. Carsten Mierke mit den Ereignissen vom Abend. Ein Bahnübergang in Neustadt am Rübenberge, Ortsteil Eilwese, nicht weit von Hannover. Hier stirbt am Abend Deutschlands Nationaltorwart. Verzweifelt schauen Feuerwehrleute immer wieder unter die Lokomotive dieses Regionalexpress. Alle Rettungsarbeiten scheinen vergebens. Überraschend schnell sagt die Polizei, alles deute auf Selbstmord hin. 32 Jahre wurde Robert Enke Torhüter bei Hannover 96 und die Nummer 1 im Nationalteam. Vom vielen Blaulicht aufgeschreckt kommen im Nieselregen die ersten Anwohner zur Unglücksstelle. Ja, man ist erschüttert, wenn man sowas hört, dass sich so ein Mensch hier das Leben genommen hat. Steht vor den Scherben, immer ein ordentlicher Mensch gewesen, ruhig, besonnen, hart an den Tag gelegt, wenn man ihm im Fernsehen seine Leistung vorgewundert hat, mit welcher Gelassenheit er zu Werke ging. Es dauert nicht lange, dann versammeln sich rund 30 Kilometer weiter in Hannover vom Stadion die ersten Fans des Vereins und des großartigen Torhüters. Es tut mir so leid für diesen Mann. Das war der beste Torhüter, den wir je gehabt haben hier in Niedersachsen. Kann man nichts. Total geschockt. Also ich selber begreife das nicht. War sonntags im Stadion und bin ja total platt. Also das ist furchtbar sowas. Ich glaube das gar nicht. Ja, Trauer. Trauer. Robert Enke galt als sensibel. Er sei labil, sagt Hannovers Clubpräsident Kind. Der Tod seiner Tochter vor 3 Jahren hatte ihm schwer zugesetzt und bei den letzten 4 Länderspielen fehlte der Nationalkeeper wegen einer Krankheit, die offiziell als bakterielle Darminfektion angegeben wurde. Bundestrainer Löw hatte dem 96-Profi aber deutlich signalisiert, dass er für die WM in Südafrika nach wie vor die Nummer 1 ist. Sein Freitod habe nichts mit Fußball zu tun, sagt deshalb auch Vereinspräsident Kind. Sein Leichnam ist inzwischen geborgen. Auch für die Polizei ist das kein Unfall wie jeder andere. Auch bei der Polizei sind wir eigentlich alle Fans von Robert Enke gewesen. Wir sind alle fassungslos. Wir haben es alle nicht glauben können, als wir die erste Nachricht gehört haben. Enke wohnte nur wenige Kilometer vom Unglücksort entfernt. Die Polizei findet sein Auto am Bahndamm und spricht von deutlichen Anzeichen für Selbstmord. Der Zugführer hatte bei Tempo 160 eine Person auf den Gleisen erkannt und konnte nicht mehr bremsen. Unser Reporter Kai Reuker ist in Hannover am Stadion. Kai, wir haben im Beitrag ja schon Bilder von den Fans gesehen. Haben die eine Erklärung für diese Tragödie? Nein, nicht wirklich. Es ist ein sehr ruhiger Abend hier. Die Fans sind sprachlos und ratlos. Niemand hat wirklich eine Idee, warum Robert Enke den Freitod gewählt hat. Inzwischen sind immer noch hunderte Fans hier. Sie haben Kerzen angezündet. Es sind Trikots niedergelegt worden, Torwarthandschuhe, Blumen. Das Wichtigste heute Abend hier ist das Gedenken. Es gibt ein Kondolenztrikot, das drüben hinter dem weißen Zelt aufgebaut worden ist, wo sich Fans eintragen können. Ratlosigkeit, ich sagte schon, niemand hat wirklich eine Idee, was Robert Enke zu dieser Tat getrieben hat. Was haben denn die Menschen bei Ihnen so an Robert Enke geschätzt? Sie schätzten die sportliche Größe, Nationaltorwart, ein großartiger Torwart, und die menschliche Größe. Robert Enke hat sich durch mehrere persönliche und sportliche Krisen immer wieder zurückgekämpft. Er hat Einsatz gezeigt, auch jenseits des Fußballplatzes, hat sich für kranke Kinder eingesetzt, für die Tierschutzorganisation PETA, hat sich öffentlich gegen Rechtsradikalismus bekannt. Sein sportliches Leben, aber auch das menschliche Leben hat die Fans hier tief beeindruckt. Dankeschön, Kai Reuker, live aus Hannover. Bei den Niedersachsen hieß Robert Enke auch schon mal Robert Riese. Hier war er der Held, das haben wir gehört.
In der Nationalmannschaft war er eher der Pechvogel. Zwar baute Nationaltrainer Löw noch auf ihn, aber die Chance, bei der WM in Südafrika die Nummer 1 zu sein, die hatte er wohl verpasst. Zu lange dauerte seine langwierige Viruserkrankung. Privat schien Robert Enke aber wieder glücklich. Seine Frau und er hatten vor 3 Jahren ja schmerzvoll ihre Tochter Lara verloren. Seit Mai waren sie aber wieder Eltern eines kleinen Adoptivmädchens. Sascha Roth über den Mensch Robert Enke. Am Sonntag hatte Robert Enke beim 2:2 gegen den Hamburger SV noch für Hannover im Tor gestanden. Es war erst sein zweites Spiel nach seiner Genesung. Langsam schien der Nationaltorwart wieder in Tritt zu kommen, wollte eigentlich nach seiner langen Pause wieder Anschluss ans tägliche Bundesliga-Geschäft und letztlich auch an die Nationalmannschaft finden. Die wurde am Abend in Bonn nach ihrem ersten Training von der Todesnachricht überrascht und zeigte sich so geschockt, dass niemand mehr vor die Kamera treten wollte. Erste Reaktionen kamen von DFB-Präsident Zwanziger. Wir sind fassungslos und voller Trauer. Unser ganzes Mitgefühl gilt der Frau von Robert Enke und seiner Familie. Und Oliver Bierhoff sagte, wir sind alle geschockt. Uns fehlen die Worte. Robert Enke und seine Frau Therese haben vor 3 Jahren einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen. Die Enkes hatten 2006 ihre Tochter Lara verloren. Die 2-Jährige war mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen. Fast ein Jahr vor ihrem Tod war Lara ununterbrochen im Krankenhaus. Robert Enke spielte weiter Fußball, aber diese schwere Zeit mit dem Tod seiner Tochter hat seine Sichtweise zum Leben verändert, sagte er mal. Spätestens in diesem Mai schien die Welt der Enkes wieder voller Glück. Er und seine Ehefrau Therese hatten ein 2 Monate altes Mädchen adoptiert, dem sie den Namen Laila gaben. Unser Mitgefühl gilt der Familie. Und wir werden alles versuchen, auch der Familie beizustehen. Und wir haben heute einen großartigen Sportler und Menschen verloren und das ist traurig. Wegen einer mysteriösen Virusinfektion hatte Robert Enke das entscheidende WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Russland absagen müssen. Eigentlich schien er als Nummer 1 für die WM gesetzt. Sein Ausfall brachte diesen Status wieder ins Wanken, auch weil René Adler sich im deutschen Tor bewies. Ob im Zuge der Untersuchungen auch noch andere, schwerere Befunde festgestellt wurden, ist noch nicht bekannt. Robert Enke, so heißt es inzwischen aus verschiedenen Kreisen, soll eventuell unter Depressionen gelitten haben. Ich habe vor 2 Monaten, vor 6 Wochen vielleicht ein Interview mit ihm geführt. Und da sagte er immer, warum ich, warum jetzt, warum immer ich. Ich glaube, an dieser Frage hatte er zuletzt sehr zu knabbern. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber er hat sich zuletzt doch ein bisschen zurückgezogen. Er war kurzsilbiger, einsilbiger. Was Robert Enke bewegt hat, den Freitod zu wählen und seine Frau und das gerade adoptierte Baby zu hinterlassen, ist völlig unklar. Robert Enke wurde nur 32 Jahre alt.